Meine lieben Menschen, das ist lange her, dass ich was von uns habe hören lassen. Es war Ostersonntag. Heute ist Pfingstsonntag. Heute ist der 27. Mai. Und der Wahnsinn tobt weiter. Es wird immer klarer und klarer, dass die Agenden nicht eingestellt werden, dass niemand zurückrudert, dass es kaum Entschuldigungen gibt. Und der Grund, warum es lange gedauert hat, dass jeder was von uns abhören lassen, ist extrem viele, sehr böse Anfechtungen hier, Betrügereien, Veruntreuungen, Zerstörungen, Attacken gegen einen Platz der Zuflucht, gegen einen Platz des Friedens, gegen einen Platz auch der Stille, den wir hier eigentlich für viele zur Ehre von diesem Jesus aufbauen. Und ihr wisst ja schon, warum ich ihn diesen Jesus nehme. Heute ist Pfingsten. Eigentlich fast, würde ich sagen, der wesentlichste Feiertag für die Menschen, die Jesus nachfolgen. Weihnachten ganz zweifelsfrei, ganz, ganz wichtig. Da ist er Mensch geworden. Da hat sich unser lebendiger, liebender, kraftvoller und ewiger Gott als Mensch auf dieser Erde inkarniert. Das ist die einzige wirkliche Inkarnation, könnte man sagen. Dann Ostern, da ist er für uns gestorben. 32 Jahre später, circa 32,5. Und vor allem auch wieder auferstanden. Und diese Feier, was wir da feiern, das ist jetzt 7 Wochen her, will ich mich nicht verrechnen. Jetzt haben wir Pfingsten, da wird es ganz persönlich. Da findet die sogenannte Durchdringung, Ausgießung des Heiligen Geistes statt in unsere Herzen für jeden von dem Zeitpunkt an, der Jesus nachfolgt. Und das ist das Persönlichste, was man sich vorstellen kann. Das ist diese eigentlich ganz unerklärlich mystische, geheimnisvolle Verbindung von unserem Schöpfer mit seinem Geschöpf. Und wir werden Kinder zu ihm. Wir können in diese Erbschaft eintreten. Und die beginnt jetzt schon. Das ewige Leben ist jetzt, ist heute. Wir werden buchstäblich in die Familie Gottes wieder hineingeboren, wie im Johannesevangelium, das Jesus selbst dem Nikodemus erklärt. Dort steht, von oben geboren zu werden. Anothen, das heißt von Gott her geboren zu werden. Und was braucht es dazu? Dazu braucht es in Wirklichkeit nur eine einzige, ganz klare Entscheidung, die wir am klarsten, wie überhaupt, das ganz wunderbar ist im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Und zwar im Kapitel 5, gleich der erste Vers. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und dann gibt es noch eine wunderbare Zusatz davon im Petrusbrief oder eigentlich die Klarheit auch, die dazugehört zu dem ersten Petrusbrief. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere und es jetzt auch gleich finde, ich habe es leider nicht angezeichnet, da haben wir es im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes 23. Denn ihr seid wiedergeboren und zwar nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus Unvergänglichen, und zwar aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das ist unsere Erbschaft und die beginnt jetzt, wenn wir diesem Jesus, und zwar nur ihm, unser Leben übergeben, ihn in unser Leben einladen. Und das ist möglich seit Pfingsten. Da ist sozusagen die dritte Person dieser göttlichen Familie, dieser göttlichen Trinität, auch ganz konkret persönlich in unser Leben getreten, hat Jesus uns ja auch selbst versprochen und durch ihn wirkt er auch und umgekehrt wirken alle mit und durch den Vater. Jesus sagt, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich und ich bleibe im Vater. Das ist eine für unseren Verstand nicht wirklich vorstellbare, aber durchaus annehmbare und wunderbare Wahrheit, weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und ich bin der Weg und niemand findet zum Vater denn durch mich. Und er sagt zum
zu seinen Aposteln, die ihn Gott sei Dank fragen. Ich bin immer sehr dankbar für diese Fragen von Thomas zum Beispiel, von Philippus, wo er sagt, weißt du denn nicht, wer mich sieht, sieht den Vater? Oder er fragt ihn eben, wie ist denn der Weg? Und er sagt, ich bin der Weg. Diese Ich Bin-Worte, das ist Identität, die sind's. Und nun seht ihr ja, wer sehen will, kann das sehen, im gesamten Europa zerbricht alles. Die meisten Menschen nehmen ja offensichtlich gar nicht mehr wahr, diesen unglaublichen Wahnsinn, diese Kontrolle, diese Entmündigung, diese Zerstörung, Dezimierung letztlich, die da stattfindet. WHO scheint oder ist bereits eigentlich dann zur neuen Weltherrschaft aufgestiegen mit diesem Weltherrscher unsäglicher Art, unaussprechlicher Name, Äthiopien, der in seinem eigenen Land meines Wissens auch wegen Menschenrechtsverletzungen massiv gesucht wird. Nationalitäten, nationale Governments haben ihre Souveränität abgegeben. Wir kommen immer näher diesem Einweltglauben, ne? Sozusagen dem spirituellen Kollektivismus oder auch Synkretizismus. Alles ist ein Gott, ein Glaube, ein Gutes. Klaus Schwab tobt sich weiter aus mit all seinen Scheren, die in den meisten Regierungen sitzen. Viele meiner Kollegen oder auch Mitstreiter haben offensichtlich auch ihren Platz gefunden, auch ihren bezahlten Platz innerhalb der Gesellschaft. Und wir sind nicht von dieser Welt. Ihr könnt nicht beiden dienen, ihr könnt nicht funktionieren in einer Welt, die sich noch nie so zum Bösen offenbart hat, und zwar so kollektiv wie global wie heute. Wie wollt ihr das tun? Alle oder die meisten Kirchen, christlichen Denominationen haben sich längst selbst demaskiert, buchstäblich, indem sie die Masken zum Beispiel trugen, die Menschen zum Impfen aufforderten, sind nicht bei der Wahrheit geblieben, aus Feigheit, Dummheit, und haben ihren Auftrag eigentlich nicht erfüllt. Wir leben in der Zeit des großen Abfalls. Es braucht nicht mehr sehr viel. Und dann wird wahrscheinlich wirklich es auch offenbar werden, dass diese Früchte des Bösen sind so global, sind so kollektiv, sind so nachhaltig, dass es eigentlich in der Welt keine Hoffnung mehr gibt. Nicht für euch, nicht für unsere Kinder. Es gibt eigentlich keine Zukunft mehr für die es wahrnehmen wollen. Was wirklich bleibt, und das erinnert mich ganz stark an Jonas oder Jona, der dann von einem sehr großen Fisch im Auftrag Gottes in die richtige Richtung gewiesen wurde, der ja nur zum größten Feind damals Israels geschickt wurde, nämlich Ninive, um sie zu bekehren. Und die haben sich bekehrt. Das hat keiner am letzten eigentlich Jona erwartet. Also was jetzt eigentlich bleibt, ist wirklich sich zu diesem Jesus zu bekehren. Und zwar zu dem einen, zu dem einzigen. Da wird kein syrianischer, pleiadischer oder auch orionischer aufgestiegener Meister helfen. Da werden keine Gutmenschen von Greenpeace, Amnesty International oder sonstigen helfen. Da wird dieser ganze Klimawahnsinn, der euch ja jetzt noch mehr beeinträchtigt und zerstört. Vollkommene Lüge, totale Lüge vom Klimawahnsinn über Impfen, Corona, all die Angst, die da geschürt wird und gemacht wird. Aber es geht um Vernichtung, es geht um Dezimierung. Und der einzige Ausweg ist in Wirklichkeit, sich zu diesem Jesus, und zwar zu diesem einen, zuzuwenden, zu bekehren. Und da ist Pfingsten wichtig. Da hilft der Tröster, der Advokat, der Beistand, auf Griechisch der Parakletos, der Heilige Geist, der Romtakadifu, wie er hier auf Soeli heißt. Und ich wünsche mir, dass ihr euch zu ihm hinwendet und dass ihr zu ihm, von ihm durchdrungen werdet. Das ist ein Versprechen, das ist ein göttliches Versprechen, das ist absolut vertrauenswürdig. Und dann wird er euch zeigen, wohin es geht. Wir bauen hier weiter an unserer Zuflucht. Wir machen auch, sag jetzt mal, therapeutisch-spirituelle Betreuung, 2, 3 Monate Rehabilitation, weit weg, Gott sei Dank, noch von dem Wahnsinn, von der Kontrolle und von der Zerstörung. Wir machen unsere therapeutischen Betreuungen über Skype. Wir
gestalten hier einen Platz der Stille, einen Platz der Freude. Und es geht letztlich in Wirklichkeit darum, die Zeit bis zu seiner Wiederkunft, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der sogenannten Entrückung, dem Harpasso, wo er uns aus dieser Welt herausreißt, beginnen wird, für Menschen, die ihn nicht kennen, wahrscheinlich nicht mal wahrnehmbar. Dann die große Drangsal, das ganz Böse, reift aus, wird zum absoluten Wahnsinn. Ich glaube, wie viele andere, dass wir da nicht mehr teilhaben werden, aber dann mit ihm wiederkehren, bei seiner dann ganz klaren, offenbarten, dann dem Höhepunkt seiner zweiten Wiederkunft. Meine Lieben, ihr seht, Pfingsten ist ganz, ganz wichtig, ist wahrhaftig und vor allem ist ein ganz persönliches Nehmen dieses Heiligen Geistes und des sich Zuwendens zu ihm. Ich möchte euch im Namen von Jesus segnen, dass ihr alle diesen Bezug, diesen persönlichen Bezug auch annehmt, wahrnehmt und wenn ihr ihn schon habt, dann weiterlebt, durchlebt und das ist ja nur das ewige Leben. In diesem Sinne alles Liebe, alles Gute, Gottes Segen aus Transkilimandscharien.